Hallo Leute, hier Schotzmann. Ja, der liebe Amarok hat die Algerie rausgepackt. Ein schöner Random-Kreuzer. Man kann die auch ganz gut im Ranked spielen, aber im Random macht die natürlich auch besonders Spaß. Wir sind... Was sind wir? Lothier. Ja, gut. Alter Schwede. Zweimal Colorado haben wir. Und zweimal Duke of York. Das wird auch wieder verrückt hier. Eine Helena. Und Fuzzer. Mal gucken. Zwei U-Boote, ein DD. Drüben ist eine Lehardi. Also wir haben eine Lehardi. Atlanta. Allende. Ja. Viel Hydro auf der Gegnerseite. Collingwood macht auch Spaß. Poscharski. Ja. Wollen wir mal schauen. Ja, 203 mm. 12 Sekunden Ladezeit. 850 Meter die Sekunde, 2,8 auf der HE, 16% Brandwahrscheinlichkeit, 34 mm Pen, fast 18 Kilometer und 146 Meter Streuung. Wir haben 4,8 auf der AP, 9 Kilometer Torpedos, ganz klassisch, 6 Kilometer U-Bootschlag, Schadensbegrenzungsteam, 3,4 Hydro, ein Jäger, Modo Boost und ein Hauptbatterie-Nachladebeschleuniger. Leider kein Heal, aber dann wäre das Ding auch wirklich stark. Ich weiß gar nicht mal, warum ich eigentlich nicht mehr so die Algerie spiele. Lebenstechnisch mit 35.600, das ist okay. Du hast Modo Boost, Amarok. Ah, er bremst. Was hast du vor? Ich habe schöne Runden mit der Algerie hingelegt. Also wirklich, das kann so ein Nervenkreuzer sein, wenn du damit im Midgame anfängst, da mit HE rum zu quatschen, dann kannst du den Gegnern wirklich den Tag verderben. Wollen wir mal gucken, was hier passiert. Akatsuki ist noch dahinter. Die bleibt auch auf. Das war vielleicht ein bisschen kurz. Er schießt. Kannst du nicht ausdrücken. Oh, schöner Hit. Schöner Hit. Noch ein schöner Hit. Und. Oh, das war aber schön aus der Hüfte geschossen jetzt. Und. Sehr schön. Jetzt sagen wir der Atlanta nochmal Hallo. Und was anderes kommen wir ja gerade leider nicht ran. Aber da muss noch irgendwas. Nee. Moto Boost läuft. Mein U-Boot taucht die ganze Zeit. Sehr schön. Und wir wechseln mal auf AP. Ich weiß nicht, warum Black Triniton jetzt anfängt da. War das nicht mal ein Röhrenfernseher? Von Grundig? Ah, sehr schön. Ihr kommt auch gut mit dem Ding über die Inseln rüber. RNG-7. Vielleicht ein bisschen tiefer am Rock. Sehr schön. Der Kollege weiß, dass sein letztes Stündchen geschlagen ist. Und er versucht nochmal einzulenken. Ja. Ah, die hinteren kommen noch rüber. Oh, da kommt der Duke of York. Leider nicht getroffen. Ah, Atlanta ist weg. Irgendwas ist im Cap. Schauen wir uns die Duke of York an. Diese Inseln hier sind ja für manche Leute wirklich das magische Paradies. Du kannst hier dich auch wirklich mit einem Kreuzer oder so wirklich sehr böse verschanzen. Wenn du die Ecke hier erstmal freigeräumt hast. Und? Ah, daneben.
3024. Da kommt die nächste. Aber wir sind jetzt auf HE. Also können wir ein bisschen Gas geben hier. Irgendwas ist links noch. Schade, dass unsere Leha, die nicht einfach zurückgekommen ist. Wir sind zu. Ach, U-Boot war da drin. Ja gut. Da brauchst du ja nichts machen. Wir haben nochmal einen Brand getriggert. Oh, da ist die Schorsch. Wir sind hart am Gewinnen. Mal gucken. U-Boot kommt wieder. U-Boot ist ja schon leer. Die kommt wieder zurück. Ja, wie gesagt, eine schöne Farmposition. Noch ein bisschen wieder weiter zurück. Dann kann man die beiden Schlachtschiffe noch abfahren. Die Turmdrehgeschwindigkeit ist natürlich unterirdisch. Wenn du dich jetzt nach links drehst am Rock, dann kannst du noch ein bisschen Damage machen, weil der Zyklon kommt ja gleich. Da ist das U-Boot. Wir sind auf. Das ist schlecht. Glück gehabt. Oh, mal hin. Knapp über 5 nochmal. Was machen die beiden denn da? Walzer. Ja, jetzt erstmal eine schöne Position suchen. Obwohl, nee, bringt ja nichts. Ist ja gleich. Wollte ich gerade sagen. Zyklon. Nee, da bist du 6 Kilometer. Da bist du meilenweit entfernt von. 5 Abprall. Du ahnst es nicht. Ich würde doch langsam mal auf HE setzen wieder. Modo-Boost rein, ja. Schauen wir mal. Ist natürlich schade, dass jetzt der Zyklon kommt, sonst könnte man auf diese Position fahren und dann die beiden schön erstmal beschießen und dann HP raussaugen. Schlachtschiffe können halt wieder 4 HP regenerieren, besonders die Engländer. Hm. 20 Kilometer Sichtweite haben wir noch. Reload Booster lohnt sich nicht, der ist weg jetzt, ja. 3 Abpraller. Ja, jetzt kannst du auch nur hinterher fahren, ne? Du bist halt. Oh. Sturdy muss gleich auftauchen. Das U-Boot müsste eigentlich auch gleich auftauchen. Tja.
Ah, du musst noch dichter, Amara. Da ist der Kollege. Der sollte eigentlich nicht so viel Schaden machen. Oh, 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 oh. Wir sind hart im Nahkampf. Gucken, dass jetzt die andere Dürgorfjörg nicht auftaucht. Da ist sie. Ja. 54 HP, so wie es. Da ist er, da ist er. Der lenkt aber zu hart ein. Ne? Ja, schon mal wieder fast 5. Ich glaube, die Duke of York werde ich mal spielen im Ranked. New Orleans, Alter. Das war nicht so prall. Das ganze Team rusht hier hinterher. Eigentlich könntest du auf HE wechseln. Du hast zwar 203 mm. Alter Schwede. Eine Salve und alles kaputt. Da kommt die Schorsch nochmal. Allende hat eine Deto gemacht. Sehr schön, danke. Vor dir ist die Schorsch, wollte ich gerade sagen. Torpedowerf ist kaputt, ja. Glück gehabt. Beide Torpedowerfer kaputt. Bisschen weiter nach vorne ziehen. Not. Natürlich nochmal ein Brand. Ey. Ah, jetzt HE in die Aufbauten und das ist nicht verkehrt. 4 aus 6 ist völlig okay. Wir können auch wieder reparieren. Ja, ist nur noch ein U-Boot und ein Schlachtschiff. Eine Yuga, aber immerhin, ne? Lea Hardy schießt. Trifft er. Ich weiß auch noch nicht immer, was ich von dem Zyklon halten soll. Manchmal spielt er für ein, manchmal spielt er gegen ein. Da. Das die. Die Yuga. Nicht getroffen. Torpedos voraus. Jetzt solltest du aber langsam ankommen dort. Torpedos direkt voraus. Torpedos auf Backbord. Torpedos Achterhaus. Ja. Die Yuga mit ihren ganzen Türmen. Vielleicht mal Hydro anmachen, Amara. Das U-Boot muss ja nicht zwingend notwendig. Mal gucken, wo der zweite Flag auftaucht. Die sind auf. Oh, 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 oh.
Gut, wir haben keine Torpedos mehr, also kannst du ihn höchstens noch rammen. Nochmal ein schönes Feuerchen. Über 100.000 mit dem 7er Kreuzer, das ist völlig okay. Auch 80.000 werden komplett okay. Aber umso mehr, umso besser. Ne? Aber langsam könntest du auf. Auf AP umschalten. Tja, ein Schutzschild hier. Die Sekundäre kommt nicht ran an dich. Ja, sehr schön. Nochmal die Richelieu als Schutzschild benutzt. Guter Move, guter Move. Die Hyuga hat halt nicht mehr so viel Secondary, aber immerhin. Erstes Blut, sehr schön. Knapp über 113.000, 180 Treffer. Algerie kann ich jedem empfehlen, ist ein schöner Forschungsbaum. Fast 2.300 Base XP. Ja, sehr schön. Jetzt hier nochmal die Gefechtsauswertung. Fast 56.000 auf die Duke of York. 286.000 netto. Ja, okay, Leute. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Lasst euch nicht ärgern. Macht's gut, ne? Tschüss.